Petting statt Pershing, das war der Kampfruf der Friedensbewegung vor 30 Jahren und ist heute so aktuell denn je. Als die Amerikaner mit Atomraketen aufrüsten, gerät ein kleiner Junge zwischen alle Fronten. Während seine Mutter zur Chefin der Friedensbewegung aufsteigt, sorgt sein Vater dafür, dass die amerikanischen Raketen jedes Ziel auf der Welt treffen können. Seit die Rakete an unserem Haus vorbeigefahren war, riss der Verkehr nicht mehr ab. Am Anfang war es ja noch spannend, aber irgendwann hatte ich die Panzer und Riesenlaster satt, die Tag und Nacht den Berg hochkrochen. Die Polizei stellte das Ortsschild wieder auf, doch schon ein paar Stunden später stieß ein Panzer seine Kanone rein. Von da an gab es kein Schild mehr und ich dachte, jetzt wissen die Leute doch gar nicht, wo sie sind. Ich schnappte mir ein Leintuch und malte mit großen Lettern darauf: Willkommen in Böpfingen. Weil mir der Spruch an der Schule mit dem I als Rakete gut gefallen hatte, machte ich es ebenso. Das Leintuch hängte ich an unseren Gartenzaun. Kurz darauf klingelte es an der Tür. Als ich aufmachen wollte, kam Mama aus der Küche und öffnete. Draußen standen zwei Polizisten. Haben Sie das aufgehängt? Fragte einer von ihnen. Mama sah ihn an und sagte nichts. Das Leintuch, sagte der Polizist, ist das Ihres? Geht es Ihnen nicht gut? Fragte Mama. Dann sah sie über seine Schulter hinweg etwas Weißes blitzen. Sie zwängte sich zwischen den Polizisten durch und ging in den Garten. Sie lief um den Zaun rum und betrachtete mein Werk. Dann kam sie zurück. Zum ersten Mal, seit Papst weg war, sah ich ein Lächeln auf ihrem Gesicht. »Oh ja«, sagte sie, »das habe ich aufgehängt.« Mir blieb der Mund offen stehen. »Dann dürfen Sie es auch wieder abhängen«, sagte der Polizist. »Sie können mich mal«, sagte Mama. Jetzt stand mir der Mund noch weiter offen. »Hören Sie, wir wollen keinen Ärger«, mischte sich der zweite Polizist ein. »Und wir«, sagte Mama, »wollen keinen Atomkrieg. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe einen Kuchen im Ofen.« Sie knallte die Tür zu und mir schwirrte der Kopf. Es war kein Kuchen im Ofen, das wusste ich. Mama sah mich an und sagte, »gut gemacht, Gregor.« Dann verschwand sie in der Küche. Ich lief ins Wohnzimmer und schaute aus dem Fenster. Ich sah, wie die beiden Polizisten das Leintuch vom Zaun rissen. Ich hatte 1 Million Fragen, aber ich hatte keine Antworten.